Vielen Dank. Bascha darf nicht mehr in den Weidenberg. Ich kann doch eine Pianistin nicht Trauben schneiden lassen. Dann mache ich mich doch strafbar. Bascha spielt nur so für den Hausgebrauch. Eigentlich will sie Ihnen Architektin werden. Sie dürfen so ein Talent nicht verkommen lassen. Das tut sie auch nicht. Es gibt ja immer wieder Gelegenheit zu spielen, wie heute zum Beispiel. Aber in einem Beruf darauf zu machen, dafür reicht es nicht aus. Sie müsste dann täglich üben. Doch dazu ist meine kleine Bascha zu faul. Ja? Ja. Ach, ist es schön, dass in diesem Haus mal wieder Klavier gespielt wird. Ich hätte richtig Lust, auch was vorzutragen. Ich weiß nicht, Mutter, ob das hier der richtige Rahmen dafür ist. Soll ich? Was ist eigentlich mit Matzenbach? Wird er vor Ende der Lese noch mal wiederkommen? Wahrscheinlich nicht. Dr. Füting hat ihm eine Woche Bettruhe verordnet. Und da bin ich gespannt, ob er das macht. Ja, den hättet ihr mal erleben sollen. Der hat geschimpft wie ein Rohrspatz bis zur Praxistür. Und kaum war er drin, war er sanft wie ein Lamm. Hat alles über sich ergehen lassen, ohne zu murren. Was hat er denn nun genau? Na, nichts. Unkraut vergeht nicht. Er ist halt nicht mehr der Jüngste. Und er darf sich nicht überfordern. Wir müssen halt darauf aufpassen, dass er sich bei uns nicht übernimmt. Übernimmt. Der sollte weniger trinken. Das hat er uns versprochen, ja? Ja, versprochen. Ja. Aber ob er es auch einhält? Nie und nimmer. Matzenbach und nichts trinken? Das wäre ja wie, wie Steffi ohne Tennis. Was macht Werner denn noch? Mich darfst du das nicht fragen. Heute Abend gehört die Küche ihm. Das hat er sich ausbedungen. Lassen wir uns überraschen. Ich kann eigentlich gar nichts mehr essen. Wo hat der bloß so kochen gelernt? Das kannst du ihn selber fragen. Voilà. Savaglione Mosella. Ich hab's nicht übers Herz gebracht, italienischen Wein zu nehmen. Oder französischen. Woher können Sie das nur alles, Werner? Ach, das ist doch nichts gegen Ihre Künste, Elfriede. Oh, jetzt übertreiben Sie aber. Nein, es ist mein voller Ernst. Werner, soll ich die Musik lauter stellen? Hm? Was für eine Musik? Ach, das verstehst du nicht. Warum sagt ihr nur alle immer, ich verstehe was nicht? Ach, ich verstehe es auch nicht so ganz. Sagen Sie, haben Sie eigentlich Ihre Medikamente bekommen? Ja, außerdem hat Frau Zerfass Dr. Füting überredet, mir auch noch seine Arztmuster zu überlassen. Ich habe jetzt ein großes Karton voll und weiß gar nicht, wie ich das alles in unser Auto bekommen soll. Heißt das, dass Sie nun nichts mehr brauchen? Ach doch, noch eine ganze Menge. Ich habe Ihnen ja geschildert, wie die Situation bei uns in Polen ist. Aber jetzt, ich habe das Notwendigste zusammen. Danke für Ihre Hilfe. Dass ich Sie kennengelernt habe, ist ein großes Glück für mich. Hat 10, 4, 2, 2. 4, 2, 2, Chef, in der Annons. 10 lag und nichts geht mehr. Nichts geht mehr. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, schwarz, Bremmer. Scheiße. Monsieur, bitte Sie. Für Sie nur ein Spiel. Für Sie vielleicht. Bitte das Spiel zu machen. Den Rest auf Rot. Chef, 500 Rot, neu. Entschuldigung, tun Sie mein Geld bitte lieber auf Schwarz. Chef, 500 Rot, spielen Schwarz. Nee, lassen Sie es auf Rot. Letzten drei. Auf Rot. Die 500 und Schwarz spielen wieder Rot.
Schule gelernt. 26 Jahre Schule. 29. 422. 10 mal 422. Nichts geht mehr. Bitte nichts mehr. 31, schwarz am Pöppers. 10 mal Pirnus aus 20.33. Wo passt das 10 mal? Ich habe schon manchmal daran gedacht, wegzugehen. In eine Großstadt, wo es lebendiger ist. Aber ich würde sehr schnell wieder zurückkommen. Mir würde das alles hier fehlen. Die Menschen, die Mosel. Ich glaube, ich bin eine richtige Moselanerin geworden. Sehe ich ihn nicht geboren? Nein, ich bin im heutigen Polen geboren. Ich habe hier eingeheiratet, wie man so schön sagt. Sind Sie verheiratet? Nein, nicht mehr. Ich bin geschieden. Bascha und ich leben allein. Allein? Hat sie das Kallen? Ja, so ganz allein auch wieder nicht. Ich bin mit einem Kollegen befreundet. Leider sehen wir uns sehr selten. Als Arzt in Polen hat man wenig Freizeit. Ich glaube, das ist bei uns nicht viel anders. Und statt mit Ihrem Kollegen Urlaub zu machen, kommen Sie hierher und arbeiten im Weinberg. Der Goldene Westen ist für uns sehr verlockend. Ja. Vielen Dank, dass Sie uns gebracht haben. Das war reiner Egoismus. Ich musste noch ein paar Schritte laufen. Nach dem Essen. Guten Nacht, Herr Riesch. Vielen Dank für den schönen Abend. Guten Nacht. Ja. Morgen ist endlich der letzte Erntetag. Dann habe ich nur noch Zeit für dich. Dann können wir ins Kino gehen oder ins Theater. Oder ich zeig dir das Moseltal, ja? Naja, die nächsten 14 Tage geht's allerdings nicht. Wir haben noch sehr viel im Keller zu tun. Aber dann fahren wir nach Trier oder nach Koblenz oder nach Frankfurt, wenn du willst. Nur ab Mitte November, ist da kann gut, ich leider Anna, nicht... Ist ja gut. Du musst nicht für mich die Entertainerin spielen. Ich fühle mich sehr wohl hier. Du hast deine Arbeit, ich habe meine. Und wenn ich irgendwas brauche oder vermisse, bist du die Erste, die es erfährt. Abgemacht. Abgemacht. Oh, ich will doch nur, dass es dir hier gefällt. Guten Morgen. Ah. Was ist denn das? Seit wann machen Reklame für Weinfeste in Trabach? Ich dachte mir, wenn wir Wein dorthin verkaufen, können wir auch das Plakat hier aufhängen. Und so gesehen haben Sie auch wieder recht. Weinhandlung Zafas, guten Tag. Ah, Sie sind's, Michel. Was will sie denn? Nein, tut mir leid. Augenblick, ich frage mal Herrn Zafas. Michel sucht den Gunther, ist der noch zu Hause? Geben Sie mal her. Hallo, Michel. Was verschafft uns denn die Ehre? Der Gunther, der liegt im Bett. Ja, keine Ahnung, Magenverstimmung, hat er gesagt. Das wird schon nicht so schlimm sein. Ja, ja. Fahren Sie ruhig vorbei. Ja, wiederhören. Magenverstimmung? Sie waren doch gestern gar nicht mit dem Jungen zusammen. Sehen Sie, Frau Brüdinger, Ihre Verdächtigungen, dass ich den Jungen zum Trinken verleite, sind völlig aus der Luft gegriffen. Heute Nacht kam er viel später als ich nach Hause. Ich weiß. Aber von wem hat er das? Na, von mir nicht. Na, von mir wird er es haben. Ihren Sarkasmus können Sie sich ruhig sparen. Und vergessen Sie eines nicht. Niemand ist unersetzbar. Was wollen Sie damit sagen? Ich glaube, deutlicher kann man nicht werden. Und da wir gerade beim Thema sind, Sie haben mir doch versprochen, sich mit Herrn Pfarrer in Verbindung zu setzen. Ja, das habe ich auch versucht, aber er war nicht zu Hause. Das kann doch gar nicht sein. Er macht doch Heimarbeit. Dann nimmt er vielleicht nicht ab. Wie wäre es, wenn Sie da mal vorbeigehen, um das zu überprüfen? Oder ist das in Ihrer Position zu viel verlangt? Gunther, du hast mich angelogen. Wie kommst du denn da drauf? Du hast dir von mir Geld geliehen, um ein Auto zu kaufen. Aber das ist nicht wahr. Martin, hä? Ja, Martin. Der muss sich auch in alles einmischen. Du willst den Scheck zurückhaben. Tut mir leid, ich hab ihn nicht mehr. Ich will nicht den Scheck zurückhaben. Ich möchte nur nicht angelogen werden. Weder von dir, noch von Martin, noch von irgendwem. Glaubst du, ich hätte dir das Geld nicht gegeben, wenn du mir die Wahrheit gesagt hättest? Martin hat es jedenfalls nicht getan, obwohl ich ihm die Wahrheit gesagt habe. Ach, Gunther, du bist ein dummer Junge.
Du merkst gar nicht, wenn es jemand gut mit dir meint. Gut meinen, gut meinen. Martin hat doch keine Ahnung, wie es bei Ludwig zugeht. Der will Leistung sehen, sonst wird man bei ihm nichts. Martin hat mich zu Hause doch immer nur die zweite Geige spielen lassen. Der Herr Studienrat kam zurück und alle mussten nach seiner Pfeife tanzen. Warum bin ich denn gegangen? Ganz glücklich bist du doch bei Ludwig auch nicht. Nein, aber er hat mir eine echte Chance gegeben und die wollte ich nutzen. Wenn ich sie nicht nutze, schiebt er mir seinen heimgekehrten Sohn vor die Nase. Ist auch schon egal. Sonntag geht sowieso alles in den Bach runter. Was ist denn los, Gunther? Jetzt. Zu fliegen gibt's ja nichts mehr. Diesmal kommen wir nicht drum herum, einen neuen zu kaufen. Ach nee. Ruf den Bayerlehrer an, der soll einen neuen Schlauch schicken, aber sofort. Das ist die Ungeduld, lieber Martin, wenn's mit der Ernte nicht schnell genug geht. Früher haben wir... Ist gut, Otto. Erzähl mir deine Lebensweisheiten ein andermal. Da steht ein voller Hänger und die Kälte ist im Arsch. Da soll man nicht ungeduldig werden. Besser wird's davon auch nicht. Guten Tag. Tag. Ah, da sind Sie ja, Faber. Zaffers fragt schon dauernd nach Ihnen. Frau Bühlinger. Wie geht's Ihnen denn? Danke, geht so. Und Ihnen? Ach, Sie wissen ja, hier hat sich nichts verändert. Ist er da? Ja, aber nicht im Büro. Wir waren verabredet. Was gibt's denn so Dringendes? Er hat mir ein Angebot gemacht. Was? Sie freuen sich wohl gar nicht. Ach, wie ich mich freue. Kommen Sie, legen Sie das mal. Ich mache uns einen Kaffee. Er muss ja jeden Moment kommen. Milch und Zucker, nicht wahr? Nur Milch, schon vergessen? Ach ja, bestimmt hat er Sie wegen der Steuer. Oh. Wie bitte? Ach nichts, ich habe nur laut gedacht. Was ist mit der Steuer? Nein, nein, ich habe da was verwechselt. Schön, dass Sie wieder da sind. Danke. Ich habe oft an Sie gedacht, besonders wenn ich Ihre Arbeit mitmachen musste. Finanzbuchhaltung ist nicht gerade meine Stärke. Und Ihr Großer, ist denn nicht dieses Jahr eingeschult worden? Ach, Herr Faber, da sind Sie ja. Warum Sie denn gesteckt, ne? Haben Sie sich überlegt? Ja. Das heißt, eigentlich hat mich meine Frau überredet. Sehr vernünftig. Kommen Sie, machen Sie uns einen Kaffee. Ach, Sie haben ja schon. Bitte. Also machen Sie keinen Kaffee, aber für mich ein Aspirin. Sehr wohl, Herr Zaffers. Bitte? Ach so. Vielen Dank, Frau Püdinger. Kommen Sie doch gleich mal rein. Ich möchte Ihnen den Vertrag diktieren. In welcher Reihenfolge hätten Sie es dann gern? Das überlasse ich ganz Ihnen, Frau Püdinger. Sie werden schon die richtige Wahl treffen. Darf ich bitten? Ich helfe Ihnen die letzten Meter. Danke. Sie haben sich ganz schön gemausert. Wenn man bedenkt, wie ihr hier angefangen habt. Ja. Die anderen werden ganz schön froh sein, dass sie es geschafft haben.
Die hatten bestimmt gerne noch eine Woche länger gearbeitet. Schließlich sind sie ja hergekommen, um was zu verdienen. Ja, so. Ja, schade, dass die Zeit so schnell vergangen ist. Ich war gerne bei euch. Tja, wieder eine Lese vorbei. Und wieder ein Jahr herum. Eine Steuerprüfung? Ja, ist doch nichts Außergewöhnliches. Finden Sie? So ohne Grund kommen die doch nicht. Vor 10 Jahren hatten wir die letzte, also sind wir jetzt wieder dran. Da sollten wir uns keine grauen Haare wachsen lassen. Jetzt wird mir klar, warum Sie mich so plötzlich Holterdiepolter geholt haben. Holterdiepolter? Was reiben Sie sich da zusammen? Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Ich weiß nicht so genau. Welche Jahre sollen denn geprüft werden? Die Büdinger, die Unterlagen. Ich habe mich noch gar nicht drum gekümmert. Also, Faber, der Vertrag wird gerade aufgesetzt. Ich brauche Sie ja nicht groß einzuweisen. Sie kennen ja alles. Wenn letztes Jahr geprüft wird, nicht, da war ich nicht mehr da, falls Sie es vergessen haben sollten. Sie haben mich im Frühjahr rausgeschmissen. Ha, Faber, das wollten wir doch vergessen. Schwamm drüber. Schwamm drüber, gut. Aber ich müsste dann alle Unterlagen noch mal durchgehen. Zum Briefmarken geben habe ich sie auch nicht eingestellt. Wenn irgendwelche Unklarheiten sind, fragen Sie mich nur. Gut. Ach, Faber, noch etwas. Da wir gerade darüber reden. Als Sie nicht mehr da waren, da habe ich mir von Hanna ein größeres Darlehen geben lassen. Sie wissen ja, der Umsatz war damals nicht gerade berauschend. Ein Darlehen von Hanna Zerfas? Zu der Zeit habe ich doch bei ihr gearbeitet, das müsste ich doch wissen. Na ja, es war eine ganz familiäre Geschichte. Sie meinen doch nicht etwa die 80.000, die Sie vorher Ihrem Bruder geliehen hatten? Ja, ja, ich glaube, es war in dieser Größenordnung. Ich habe die Unterlagen über diese Vereinbarung zu Hause bei mir irgendwo verlegt, aber ich besorge sie schon noch. Ich meine nur, falls Sie darauf stoßen, es handelt sich um ein unbefristetes Darlehen von Hanna Zerfas. Eins muss ich klarstellen, ich bin nicht hierher gekommen, um Ihnen die Bücher zu frisieren. Davon kann doch nicht die Rede sein. Sie sollen mir nur sagen, wenn Ihnen irgendwelche Unstimmigkeiten auffallen. Dann klären wir das, bevor das Finanzamt darüber stolpert. Aber das werden Sie schon machen, Sie sind ja nicht auf den Kopf gefallen, ne? Eben, Herr Zerfer, Sie sagen es. Ich weiß genau, was Sie mit diesen Unstimmigkeiten meinen. Aber die bügeln Sie mal schön alleine aus. Ich kenne das angebliche Darlehen von Hanna Zerfas. Das war Schwarzgeld, das Sie Ihrem Mann geliehen hatten, in der Hoffnung, er kann es nicht zurückzahlen, damit Sie sich Moselbrück unter Nagel reißen können. Jetzt gehen Sie aber zu weit. Sie kennen doch gar nicht die Zusammenhänge. Oh doch, Herr Zerfas, nur allzu deutlich. Sie ziehen mich da nicht mit hinein. Ich habe es meiner Frau gleich gesagt, dass an Ihrem Angebot etwas nicht stimmt. Hm. Wäre ich bloß nicht gekommen. Ein Wahnsinn zu denken, dass Sie sich geändert haben. Herr Faber! Nein, danke. Ich merke schon, wohin hier der Hase laufen soll. Mit meiner Hilfe können Sie nicht rechnen, bei sowas nicht. Guten Tag. Wiedersehen, Frau Bühlinger. Vielen Dank für Ihren Kaffee. Der war schon immer das Beste an diesem Laden hier. Herr Faber ist schon weg? Das haben Sie doch gesehen. Ja, und was ist mit seinem Arbeitsvertrag? Den können Sie sich aufs Klo hängen. Doch die Leute von Bayerle, ne? Die Kälter? Der Schlauch ist geplatzt. 3, 4, so ein Mist. Die letzte Fuhre hätte sie ja noch durchhalten können. Dann wäre es eben nächstes Jahr passiert. Also was soll's? 3, 4. Ausgerechnet jetzt. Im Frühjahr bekommen wir den neuen Kombi. Ich weiß gar nicht, wo wir das ganze Geld hernehmen sollen. Guten Tag, Frau Zerfas. Otto, was machst du denn hier? Du gehörst doch ins Bett. Was soll ich denn im Bett? Da sterben die meisten Leute.
werden auch die meisten gesund. Sie sind sehr unvernünftig, Herr Matzenbach. Ja, ja, ich gehe ja gleich wieder. So, das ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Auf morgen Abend. Elfriede, du denkst wirklich an alles. Nein, Matzenbach, für Sie gibt's nur Sprudel. Wie soll ich denn da gesund werden? Alle mal herhören. Würden Sie bitte übersetzen? Ja. Also, ihr wart eine tolle Truppe. Pani Zerfas, dziękuję nam za pracę, byliśmy dobrą grupą. Leider ist die Kälte kaputt gegangen. Einige von euch müssen morgen noch einmal arbeiten. Aber abends seid ihr alle hier auf dem Hof zu einer Abschlussfeier eingeladen. Wunderbar. Niestety jest prasa zepsuta i niektórzy z nas muszą jutro zack zack do pracy. Ale wieczorem jesteśmy zaproszeni na święto wina. Brawo. Dziękujemy bardzo. Prost! Na zdrowie. Na zdrowie. Nein, Herr Erdl, ich bin es selbst. Nein, was soll denn los sein? Ich höre Sie ganz gut. Ja, ich schreibe auf. 12 Kartons, 3 beschädigt, 40 Flaschen Ersatz. Ja, ich hab's ja. 40 Kartons, 3 Ersatz und 12 bestätigt. 40 Kartons, das habe ich hier stehen. Ach, ich glaube, Sie besprechen das lieber persönlich mit Herrn Zerfers. Wiederhören. War was Besonderes? Nee. Waren Sie beim Friseur? Nee. Nee. Hat der Arzt schon angerufen wegen dem Leberschaden? Ja. Von den 3 Kartons, Sie haben 12 Scherben, 40 Flaschen. Wie bitte? Verzeihung, ich habe mich versprochen. Von den 12 Kartons, Sie haben 40 Scherben, 3 Flaschen. Ist denn dann nicht gut, Frau Büttinger? Mir geht's blendend, Herr Zerfass. Sie sind ja betrunken. Ja. Und das sagen Sie mir so direkt ins Gesicht? Ja. Ich wollte mal wissen, wie Sie sich immer so fühlen. Prösterchen, wollen Sie auch eins? Na, was ist denn los mit Ihnen? Ich mache mir eben Gedanken, wozu Sie ja wohl keinen Anlass sehen. Geschäfte laufen schlecht, eine Steuerprüfung steht ins Haus, Herr Faber verweigert die Mitarbeit. Und da fragen Sie, was los ist. Das scheint Ihnen überhaupt nichts auszumachen. Und da frage ich mich, wie macht er das, der Herr Zerfass? Mit einem Gläschen Wein ist alles halb so schlimm, stimmt's? Bitte einen Wagen zur Weinhandlung, Zerfass. Ja, danke. Ich habe Ihnen ein Taxi bestellt. Sie fahren jetzt gleich nach Hause und legen sich ins Bett. Ja, wieso denn? Mit Alkohol muss man umgehen können. Ich habe 40 Jahre lang dazu gebraucht und weiß, wovon ich rede. War eine schöne Zeit, gell? Wie man es nimmt. Warum? Wir haben ein Jubiläum. Heute vor 3 Jahren, auf den Tag genau, haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Wirklich? Ja. Herzliche Glückwunsch. Ich habe einen guten Fang gemacht. Ich auch. Was war eigentlich bei Gunther? Er ist in großen Schwierigkeiten. Ja. Wäre ich das nicht? Aber es ist noch lange kein Grund, dich hinter meinem Rücken anzupumpen. Ich denke, Bruder, du solltest nicht so hart urteilen. Du bist vielleicht nicht ganz unschuldig, dass er sich so entwickelt hat. Was, ich?
Was habe ich denn damit zu tun? Du bist der ältere Bruder. Ja, dafür kann ich ja nichts. Günther hatte nie Gelegenheit, etwas zu beweisen. Aber das ist doch Quatsch. Er hat immer gemacht, was er wollte. Ludwig hat ihm eine Chance gegeben, etwas zu werden. Ja, aber doch nicht von deinem Geld. Die ganze Nummer, die er mit Ludwig abzieht, ist doch hirnverbrannt. Das finde ich auch. Aber nun kann man es nicht mehr ändern. Wieso? Günther hat das Geld nicht mehr. Was soll das heißen? Er hat das Geld verloren. Was? Man kann doch nicht 2000 Mark verlieren. Man kann. Das kann ich nicht glauben. Er geht zur Spielbank? Er wollte das Geld für Ludwig gewinnen. Mit dem Erfolg, dass er jetzt mit 4000 der Kreide ist. Eine geniale Idee. Da muss man doch was unternehmen. Ich gehe zu Ludwig. Der muss mit Bethke reden. Ich finde, du solltest erst mal mit deinem Sohn reden. Am besten wär's doch, er bringt die Sache selbst wieder in Ordnung. Wenn er erfährt, dass du dich eingeschaltet hast, dann fühlt er sich doch gleich wieder bevormundet. Für sein Selbstvertrauen wäre das genau verkehrt. Naja, da hast du recht. Günther muss Ludwig reinen Wein einschenken. Er hat sowieso keine andere Wahl. Jetzt, wo er das ganze Geld verspielt hat. Das wird er nicht tun. Warum nicht? Ich habe ihm noch einen Scheck gegeben. Was? Du hast ihm noch mal 2000 Mark gegeben? Das darf doch nicht wahr sein. Er war so hilflos. Aber den Scheck hat er genommen. Und heute Abend sitzt er wieder in der Spielbank und versucht, Sex daraus zu machen. Bravo, Michelle. Nein, das tut er nicht. Das hat er mir versprochen. Also bei aller Rücksichtnahme, aber jetzt werde ich mir Günther vorknöpfen. Das geht doch wirklich zu weit. Entschuldigen Sie, Martin, wenn ich mich in eure Familienangelegenheiten mische. Aber ich glaube, es ist wirklich besser, Hanna spricht zuerst mit ihm. So wie ich Günthers Lage einschätze, sollte man ihn vorsichtig behandeln. Mit bloßen Vorwürfen ist ihm nicht geholfen. Ja, Werner hat recht. Das meine ich auch. Also bitte, wenn ihr euch einig seid. Oh, Herzhoff, es ist mir so unangenehm. In meinem ganzen Leben ist mir sowas noch nie passiert. Einmal ist immer das erste Mal. Um ehrlich zu sein, Sie waren schon sehr komisch. Wollen Sie auch eins, Brüsterchen? Nicht, ich schäme mich also. Jetzt ist aber Schluss. Da trinken Sie noch eine Tasse Kaffee. So. Was das Finanzamt betrifft, ich habe heute mit denen telefoniert. Diese Frau Näher ist eine ganz patente Person. Es handelt sich um eine reine Routineprüfung. Ich habe sie gebeten, das Ganze aufs Frühjahr zu verschieben. Und sie war eigentlich sehr froh, dass sie den Termin los war. Ja, das verschieben die einfach so? Ja, natürlich. Ich habe gesagt, dass wir unseren Buchhalter verloren haben. Was ja nicht einmal so gelogen ist. Und wir noch keinen neuen haben. Na, jetzt hören Sie auf zu heulen. Die Sache ist in Ordnung. Jetzt ist mir alles noch viel unangenehmer. Jetzt ist aber Schluss, Frau Büdinger. Kommen Sie. Gehen Sie in die Küche, machen Sie uns was zu essen. Was hätten Sie denn gern? Ja, als erfahrener Alkoholkonsument würde ich sagen, Rollmöpse mit Schwarzbrot und sauren Gurken. Haben wir sowas im Haus? Natürlich. Und Sie sind mir auch nicht mehr böse? Ab in die Küche! Ich mach schon auf! Guten Abend, Frau Zerfers. Kommen Sie doch rein. Guten Abend, Frau Büdinger. Ist der Günther da? Ja, er ist in seinem Zimmer. Schön. Anna! Hallo, Ludwig. Ja, komm doch rein. Nein, ich habe keine Zeit. Ich möchte nur kurz mit Günther sprechen. Ja, ein Glas Wein wirst du doch trinken können. Nein, wirklich nicht, Ludwig. Ja, was ist denn los? Was habt ihr denn alle mit dem Günther heute? Zuerst fragt Michelle nach ihm und dann du? Wenn es mir mal schlecht geht, da geht kein Hahn danach. Ich muss mit ihm reden. Er hat ein Problem, an dem du wahrscheinlich nicht ganz unschuldig bist. Hat sein Problem zufällig mit 2000 Mark zu tun? Ach, du weißt davon? Ja, aber da muss er alleine durch. Findest du? Das ist das Lehrgeld, was er zahlen muss. Glaubst du nicht, dass 2000 Mark ein bisschen viel Lehrgeld ist? Er hat sich den Betrag selbst ausgesucht. Er hat sich das Geld von Michelle geliehen. Ah, jetzt verstehe ich erst. Er will so tun, als hätte er von Bethke den vollen Preis erhalten und zahlt die Differenz aus der eigenen Tasche. Aber das ist mir zu hoch. Warum macht er das? Vielleicht ist ihm deine Anerkennung 2000 Mark wert. Er hat das Geschäft mit Bethke gemacht. Ich habe ihm da völlig freie Hand gelassen. Bethke hat ihm um 40 Pfennig gedrückt. Er hätte zu mir kommen sollen und die Sache mit mir besprechen. Er wollte dir einen Erfolg vorweisen.
Weil er Angst hat, dass du ihm deinen Sohn Hermann vor die Nase setzt. Ach, ich habe Gunther ausdrücklich gesagt, dass er nach mir die Nummer 1 im Betrieb ist. Das hat er sogar schriftlich. Wirklich? Na, so gut wie. Dann verstehe ich sein Verhalten nicht. Hanna, ich mache dir folgenden Vorschlag. Ich kläre das Ganze mit Gunther. Der Bethke muss ihm den vollen Preis zahlen. Aber das kläre ich schon. Danke, Ludwig. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ja, selbstverständlich. Wir Zerfass, wir müssen doch zusammenhalten. Na. Also, Prost auf unsere Familie. Prost, Ludwig. Anna, weil du gerade da bist, du erinnerst dich doch an die 80.000 Mark, die ich euch damals geliehen habe. Die hast du auf Hellernpfennig zurückbekommen. Ja, ja, das schon. Nur könnten wir die Rückzahlung nicht als Darlehen an mich deklarieren? Darlehen? Was denn für ein Darlehen? Ja, die Sache ist nämlich die, ich habe die Summe damals in die Firma stecken müssen. Jetzt kommen im Frühjahr die vom Finanzamt. Und wenn die wissen wollen, woher das Geld ist? Ach, das war Schwarzgeld. Schwarzgeld, Schwarzgeld. Im weitesten Sinne willst du mir doch nicht erzählen, dass bei euch jede einzelne Flasche durch die Bücher läuft. Selbst wenn du dich wunderst, ja. Ach, das glaube ich dir nicht. Wenn bei euch einer mit dem Fahrrad zur Weinprobe kommt und mit der Karton Wein wieder wegfährt, dann schreibst du ihm eine richtige Rechnung. Natürlich, der könnte doch vom Finanzamt sein. Mit dem Fahrrad? Ja, ich habe schon welche zu Fuß kommen sehen. Jetzt übertreibst du aber. Und wie soll ich dem Finanzamt gegenüber die 80.000 Mark erklären? Du musst sie mir doch irgendwann zurückgeben. Ja, das verspielt sich. Außerdem ist es in 2 Jahren längst verjährt. Frag kein Mensch mehr nach. 80.000 Mark verspielen sich? Ha, da bin ich nicht so sicher. Ja, natürlich, Hanne. Ich werde dich doch nicht in irgendwas hineinziehen. Ich weiß nicht. Ich mache sowas nicht gern. Ich kann das auch gar nicht alleine entscheiden. Ich helfe dir gern, wenn ich kann. Aber ich muss erst mit Martin darüber reden. Tu das. Am besten, wir setzen uns zu dritt zusammen. Und ich erkläre euch das. Hm? Ist ein Kinderspiel. Prost. Angelika! Na, das ist ja eine Überraschung. Guten Tag, Elfriede. Das ist aber schön, dass ihr uns mal besucht. Martin hat gar nichts davon erzählt. Das konnte er auch nicht. Ich hatte in Bernkastel zu tun und da bin ich schnell hergekommen. Ach, der wird sich aber freuen. Er ist in der Kälte. Guck mal, wer da ist. Ja, Alexander! Komm doch mal zur Oma. Oh, bist du schwer geworden. Ja. Ja, wollen wir denn mal zum Papa gehen? Du, wie lange könnt ihr denn bleiben? Wir sind gerade erst mit der Lese fertig. Und heute Abend feiern wir. So lange musst du aber mindestens bleiben. Also ich muss leider gleich wieder zurück. Angelika! Guten Tag, Martin. Schau mal, der Papa! Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen, aber wir ziehen doch morgen nach Stuttgart und ich dachte, du würdest dich freuen, uns noch mal zu sehen. Und wie ich mich freue. Oh Mann, bist du groß geworden. Das ist Alexander. Er sieht dir sehr ähnlich. Findest du? Ja, deine Augen. Guten Tag, Michelle. Guten Tag, Angelika. Ein hübsches Kind. Danke. Das ist Martin. Du bist ja eine ganz süße. Oh, alle beisammen. Da muss ich mal ein Fotoapparat holen. Hoffentlich ist noch ein Film drin. Tja, wollen wir nicht reingehen? Du kannst uns ja noch schnell einen Kaffee machen. Für mich nicht, danke. Ich muss wirklich nach Haus. Morgen früh um 6 stehen die Möbelpacker vor der Tür. Du bist doch gerade erst gekommen. Aber eigentlich nur, um mich zu verabschieden. Und weil ich nicht weiß, wann du Alexander mal wieder sehen kannst. Nach Stuttgart ist ja nicht die Welt. So, jetzt wird alles fürs Familienalbum festgehalten. Martin, nimm doch mal beide Kinder auf den Arm. Nein, lass Mutter. Wieso? So ein Foto musst du doch haben. Das ist doch fast wie Zwillinge. Wer weiß, wann du beide mal wieder hast? Mutter, jetzt ist genug. Na, dann mache ich eben ein paar hübsche Fotos von euch. Mmh.
es mich sprechen? Ja, setz dich. Herr Gunther, ich glaube, du wolltest mir etwas sagen. Ich? Was denn? Mir ist zu Ohren gekommen, dass du ein Problem hast. Was denn für ein Problem? Das weißt du doch wohl am besten. Es dürfte so in der Größenordnung von 2000 Mark liegen. Ach so. Du hast mit Beth telefoniert. Woher ich es weiß, ist ja nun egal. Was aber nicht egal ist, dass ich es zufällig erfahren habe. Denn hättest du mich sofort informiert, dann hättest du das Problem nicht mehr. Hat mich sowieso gewundert, dass der Bethke zum Listenpreis kauft. Okay, Ludwig, es war ein Fehler. Aber ich habe gedacht, ich schaff's allein. Was gedenkst du jetzt zu tun? Ich ersetze dir natürlich die Differenz. Ich will gar nicht wissen, woher, Gunther. So geht das nicht. Du hast es doch nicht nötig, mir den großen Geschäftsmann vorzuspielen. Ich weiß, wie schwer es ist, Wein zu verkaufen. Und wenn ich dir gesagt habe, dass du nach mir der erste Mann bist, verstehe ich auch zu meinem Wort. Und damit du siehst, dass ich es immer ehrlich gemeint habe, hier ist der Vertrag, so wie du ihn immer haben wolltest. Mensch, Ludwig, das werde ich dir nie vergessen. Ich könnte mich ohrfeigen, dass ich so dumm war. Ja, das warst du. Deshalb habe ich mich entschlossen, dir den Vertrag auch noch nicht zu geben. Aber er liegt hier und er steht dir zu. Nun musst du einsehen, dass ich deine Entwicklung noch ein bisschen beobachte, ehe ich ihn unterschreibe. Im Klartext, ich kriege ihn nicht. Natürlich kriegst du ihn, aber nicht sofort. Kann dich doch für deine Fehler nicht belohnen. Falsche Lieferscheine ausstellen ist nicht gerade die feine englische Art. Was hätte ich denn machen sollen? Dir wäre doch kein Schaden entstanden. Ja, finanziell nicht. Aber was meinst du, wie schnell das rumgeht, dass ich meinen Wein verschleudere? Das geht herum wie ein Lauffeuer. Und nächste Woche heißt es dann, wir machen nur Verkäufe. Also, wollen die ganze Sache mal lassen. Die 2000 Mark ziehe ich dir allerdings vom Gehalt ab. In Raten, selbstverständlich. Und in Zukunft keine Heimlichkeiten mehr. Haben wir uns verstanden? Dauernd in der Garage. Das wird nicht verraten. Du weißt doch, dass ich diese Geheimniskrämerei nicht mag. Da kann ich dir leider nicht helfen. Aber weißt du, was mich ärgert? Dass ich Alexander nicht gesehen habe. Konnte man Angelika nicht überreden, bis zum Fest zu bleiben? Was? Die musste dringend wieder zurück. Außerdem weiß ich nicht, ob das so richtig gewesen wäre. Wieso hat Michelle was gesagt? Nein, nein, aber ein bisschen komisch war es natürlich schon. Martin mit den zwei Babys. Das hätte ich gern gesehen. Ich habe Fotos gemacht. Gut. Wo warst du denn den ganzen Tag mit Werner? Die haben alle nach dir gefragt. Keiner wusste, wo du bist. Wir haben was besorgt. Ja. Was denn? Das hat doch was mit der Garage zu tun. Was ist denn da drin? Elfriede, selbst wenn du mir Löcher in den Bauch fragst, ich sag's dir nicht. Es soll eine Überraschung sein. Meinst du, ich würde es jemandem sagen? Ja. Ich glaube, er ist durch. Mein Kompliment. Wenn es mit Ihren Büchern mal nicht so läuft, stellen wir Sie gerne ein, als Koch. Probieren? Na klar. Wunderbar. Na, ihr Meisterköche? Ihr könnt jetzt wohl nicht abwarten. Man muss doch probieren, was man seinen Gästen anbietet. Und? Wie ist er? Du kannst bei uns als Koch anfangen. Das Angebot habe ich schon von Martin. Und ihr beide solltet euch umziehen.
Wir sind draußen fast fertig. Übrigens, Martin, Gunther kommt auch. Ich möchte heute Frieden haben. Ich bitte dich, das Thema Geld nicht anzusprechen. Abgemacht? Na gut, weil du es bist. Danke. Das Trinklied, das wird zu jeder Gelegenheit gesungen. Und was heißt das, Stollat, Stollat? 100 Jahre sollt ihr leben. Oh, das ist schön. Stollat, Stollat, nie jige, jige nam. Nie jige, jige nam. Wie schmeckt Ihnen unser Bigos? Was ist denn da alles drin? Alles, was gut und fett ist. Oh. Hier hast du deinen Scheck wieder. Brauchst du denn das Geld nicht mehr? Nein, Ludwig zieht's mir in Raten ab. Und die anderen 2000 versuche ich dir bis Weihnachten zurückzuzahlen. In Ordnung. Aber übernimm dich nicht. Ich habe es nicht eilig. Danke nochmal für alles. Also du mit deinen beiden Kindern heute Nachmittag, das Bild werde ich nie vergessen. Genau wie dein Vater. 2 Kinder von 2 verschiedenen Frauen. Scheint erblich zu sein. Mit dem Unterschied, dass ich deinen Vater verlassen habe. Ja, Mutter. Oh ja, wir sind zufrieden. Wir haben dieses Jahr Kabinett, Spätlesen und sogar Auslesen. Das war ein voller Herbst. Wie viel haben wir geerntet? 50 Fuder. Fuder? Ein Fuder sind knapp 1000 Liter, also 50.000 Liter. Das ist schon viel. Ja. Wir würden ja gerne mehr, aber wir dürfen. Wieso? Weil es die dämlichen EG-Erntebeschränkungen gibt. Ludwig, wo kommst du denn her? Ich lass doch kein Weinfest aus. Und schon gar nicht eins in der eigenen Familie. Guten Abend allerseits. Guten Abend, Frau Büdinger. Ich habe sie mitgebracht. Sie ist neuerdings auf den Geschmack gekommen. So? Zerfers, bitte. Greif doch zu, da ist Bigosch. Das wurde von unseren polnischen Mitarbeitern gekocht. Und in der Küche ist ein wunderbarer Burgunderschinken. Den hat der Werner gekocht. Oh, Werner, den kennen Sie noch gar nicht, Herr Dr. Werner Jentsch. Frau Büdinger, mein Schwager Ludwig. Na, Herr Doktor, ich habe schon viel von Ihnen gehört. So? Von wem denn? Wenn ein Autor hier im Ort ansässig wird, werden alle neugierig. Es geht rum wie ein Lauffeuer. Worauf denn neugierig? Ich hörte, Sie schreiben ein Buch über die Mosel. Ach ja? Wir sollten uns einmal zusammensetzen. Ich könnte Ihnen eine Menge über diese Gegend erzählen. Vielleicht komme ich auf Ihren Vorschlag zurück. Raz, dwa, trzy! Zatańczysz ze mną? He? Zatańczysz ze mną? Was? Zwilmy dir tanzen! Tanzen! Wollen wir jetzt? Kommen Sie, Beata. Wir wollen Ihnen was zeigen. Na, wo haben Sie das her? Das hat alles Werner für Sie besorgt. Das ist wie ein Traum. Ich habe ein paar Kontakte zur Pharmaindustrie. Und morgen kommt jemand vom Roten Kreuz, der erledigt den ganzen Papierkram. Oh, Bursche.
meine Freund. Nein, 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 nicht doch. Fang mich doch auch an zu weinen. Moselwein, gut. Wodka, besser. Na, Strogie! Jetzt! Rosella, du hast doch so viel Wein. Rosella, trinkst du den Wein allein? In deinem Garten Eden wächst doch der Wein. Der gleiche Zirkus.